Willkommen zurück zu Sacred. Ich habe jetzt offscreen mal den Weg gesucht, der uns dann jetzt hier weiterführt auf unserer Quest nach Shadars Turm und Gedöns. Eine meiner ersten Vermutungen war gar nicht mal so verkehrt. Ne, wir sind jetzt hier. Ne, der Wald hier war vorher hier, wo wir halt rumgedoktert sind. Bin ja hier nach Purgatori hier zurückgereist. Bin dann hier entlang dieser Felsklippen hier lang gegangen und bin dann tatsächlich hier hingekommen. Ich hatte vorher schon so überlegt, vielleicht ist da was im Wald. Hatte ich ja auch erwähnt. Und tatsächlich, der Weg führt hier durch. Anscheinend, weil hier geht es irgendwo hoch. Außer natürlich, ich komme jetzt hier irgendwie gegen irgendeine Wand, wo es nicht weitergeht. Aber ich hoffe einfach mal, dass es hier weitergeht. Hier haben wir auch Terrorsprinter. Die sind relativ fix. Das sind relativ viele. Also wirklich, also wow. Also wenn die jetzt auch noch wow Schaden machen, dann ist schlecht. Ich bin nochmal einfach optimistisch. Hoffe, dass sie nicht so viel Schaden machen. Wir gehen hier einfach durch. Ach, ein Fürstengard, das gibt's hier auch noch. Und was ist das? Ein Gehirnfüßler. Ja, super. Ein Gehirn mit Füßen. Ich kann es nicht mal genau erkennen. Ah, das sind zu viele. Kid, ist das eklig. Egal, wir machen es tot. Nur weil es eklig ist, heißt es nicht, dass wir es nicht töten. Das sind schon komische Kreaturen. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Fährte. Wenn wir jetzt noch Shadars Turm finden, umso besser. Oder zumindest Andukars Turm. Ich dachte erst, wir sind eigentlich auf der Suche nach Andukar. Jetzt sind wir wieder auf der Suche nach Shadar. Oder zumindest nach seinem Turm. Man weiß einfach nie, was hier gerade abgeht. So. Den Großteil hätten wir schon mal erledigt. Wahrscheinlich tropfen sie nicht mal irgendwie tolle Sachen. Aber natürlich muss es hier wieder Festhaltleute geben. Das ist wieder untoll. Gibt es einfach überall, nur um einen zu ärgern. Ich weiß gar nicht warum. So, töte mal hier noch so ein Gehirnfüßler. Als halben Ramob. Wie weit ist es denn? Oh ja, wir haben noch ein Stückchen. Ne, hauen wir hier mit einem Zweihand zu. Ja, es macht mehr Schaden. Aber es trifft natürlich auch wesentlich seltener. Und droppt nicht mal was, der Schweinehund. Bitte haltet mich nicht fest, bitte haltet mich nicht fest. Die halten mich fest. War ja klar. Das war echt sowas von klar. Sie tanzen da hinten. Ich will doch nur nach da hinten hin. Da, wo ich hin will. Sie lassen mich einfach nicht. Sie mögen mich, deswegen wollen sie mich unbedingt bei sich behalten oder sowas. Keine Ahnung. Töte sie. Machst du gut. So. Weiter. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, zwei Gehirnfüßler. Ja, super. Seid jetzt aber auch nicht so die schlimmsten Gegner. Okay, jetzt vielleicht schon. Einfach hier nochmal so einen Flammenwächter hincasten. Erledigt auch eine Menge für uns. Werden die hier gerade gebufft durch irgendwen? Wahrscheinlich durch die Gehirnfüßler oder sowas. Ist hier unschön. Nein, ich hab Leertaste gespammt, wie ein Blöder. Finde ich nicht gut. Ja, nö. Am Arsch der Welt soll ich jetzt wieder starten. Warum? Warum denn das? Hier gibt es natürlich wieder Druiden, die einen festhalten. Und denken, sie sind die coolsten. Finde ich nicht gut. Ach ja, die machen schon Damage. Vielleicht sollten wir bei Gelegenheit noch ein paar Heiltränke kaufen. Nur halt, um ganz sicher zu gehen, weil ich glaube, die machen echt so viel Damage, dass sie uns da nicht einfach so vorbeilassen. Was natürlich unschön ist. Ja, was noch unschön ist, ist halt, dass wir hier nochmal dahin laufen dürfen. Na egal, dann kriegt ihr den Weg auch nochmal mit, wie ich halt dahin gelaufen bin. Ist bestimmt richtig spannend halt zuzusehen. Ich meine, es gibt keine Insekten, die einen festhalten, aber trotzdem muss ja nicht sein. Na, ja, wir sind bald da. Bald. Sehr bald.
Stirb! Die interessieren mich nicht. Die interessieren mich ja zum Glück kein Stückchen. Nur halt die, die einen hier aufhalten vom Laufen. Das sind die richtigen Nervensägen. So, irgendwo hier muss ich jetzt mal langsam links abbiegen. Da ist so ein Druiden-Typ. Hinter mir auch. Der hat mich jetzt tatsächlich erwischt. Der Schweinehund. Warum habe ich jetzt das gemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Halt, nee, warte. Es war doch hier weiter oben. Das Portal. In die Freiheit. Wir haben nicht mal den halben Weg hierhin geschafft. Mann, sind wir unfähig. So, auf nach Purgatori. Und dann wieder schön laufen und laufen. Ich weiß, wir haben ein Reittier. Bevor irgendwer meckert, das Reittier, das wir haben, ist echt scheiße, weil es langsam ist. Und alle weiteren Reittiere, die wir bisher so kriegen konnten, sind noch beschissener. Reittier, das Reittier, ich setze mich mal drauf. Ist jetzt auch keine unglaubliche Verschnellerung. Ist eher eine Verlangsamerung. Es ist scheiße. Das findet selbst die Feuerwehr da draußen, falls man sie gehört hat. Das Pferd ist so scheiße, da muss erstmal Alarm losgehen. Aber nun gut. Wollen wir mal nicht meckern? Wollen wir einfach weitergehen? Irgendwie. In der Hoffnung, dass wir dann jetzt etwas mehr überleben. Ich wollte ja eigentlich Haltringe kaufen, ne? Na, jetzt ist es eh zu spät. Da müssen wir das Ganze halt mal überleben. Ganz einfach. Und hier halt jetzt stundenlang überall hier durchmarschieren, bis wir dann irgendwo da hinten ankommen. Das dauert halt echt ein Stückchen. Ist der Laufsimulator 2016. Die Beta-Version. Ne, wie man halt richtig auf Spinnen rumtretet und sowas. Bin echt froh, dass die Spinnen keine Spinnennetze auf einen abfeuern, die einen halt ewig festhalten. Was man ja irgendwie ein bisschen erwarten würde, aber sie machen nichts mit Spinnennetzen. Oder mit Spinnenfäden oder ähnliches. Das würde mich ja noch ankotzen, würden die Spinnen hier auch noch ständig irgendwas machen. Ne. So, wir sind fast da. Steck mich hier erstmal im Busch. So, na, hier noch nicht. Wir haben auch jede Menge komische Würmer hinter uns. So, hier müsste es jetzt. Ja, hier sind wir richtig. So. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal nicht an den 300.000 Millionen Peppos da vorbeigehen. Vielleicht gibt es ja noch einen Alternativweg. Ich meine, die hier, die sind jetzt wahrscheinlich mal gar nicht so schlimm. Einfach nur viele. Ja, sonst haben die wahrscheinlich nichts drauf. So, und da halten wir uns... Ach ja, hier sind die auch gleich. Oh, nee. Ah, na gut. Immer schön die Leertaste spammen. Das wird schon, irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ihr seht es, die Terrorsprinter machen uns keinen richtigen Damage. Ich meine, klar, auf Dauer schon, aber halt so. Eigentlich eher nicht so. Ich glaube, das, was uns vorhin umgehauen hat, waren halt wirklich diese Gehirnfüßler da hinten. Die waren wohl echt ein Stückchen zu stark. So. Kümmern wir uns mal darum, dass die jetzt hier was aufs Maul bekommen. Und den gibt es ja hier hinten auch wieder 500.000 Millionen Drölfzig. Ich überlege auch gerade, ob es noch einen Alternativweg gegeben hätte. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier lang.
Problem ist halt, wir müssen auch im Moment echt alles töten, weil die sonst zu stark sind. Oder einen festhalten. Ah, naja. Ohne Fleiß kein Preis. Kriegen wir auch noch hin. Irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Hab keine Ahnung. So, so. Du bist hier also der Obermotz. Ja, der ist ein richtiger Obermotz. Schon mal auf was gefasst. So, der nächste bitte. Du hier mit deinem kleinen Schildchen. Ah, da kommt noch so ein Gehirnfüßlein. Verstecken sich auch einfach hinter den Felsen. Dass man sie ja nicht sieht. Oh naja, was soll's. Das kommt. Ich glaube echt, mit zwei, dann geht das immer noch schneller. Warum wechsle ich dann eigentlich immer? Weil ich das wahrscheinlich nicht wahrhaben will oder sowas. Ah, na gut. Ist da halt so. Eigentlich haben wir halt so viel in Zweihand Kunst geskillt, dass es eigentlich besser sein müsste, aber es ist es nicht. Die Zweihänder sind halt irgendwie dann doch ein Stückchen stärker. Was irgendwie schon krass ist. Ich glaube, wir haben auch viel in Schwertkunde halt auch geskillt, ne? Nicht nur in Zweihand Kampfschwertkunde, sondern halt auch in die Schwertkunde direkt. Du wirst schnell in Vergessenheit. Alles zusammen summiert sich wahrscheinlich so, dass totales Chaos entsteht. Und niemand mehr weiß, welche Werte sind jetzt eigentlich primär oder keine Ahnung. Oder es ist einfach komisch berechnet. Das kann natürlich auch sein. Weglaufen bringt nichts. So. Du stirbst nur erschöpft. Weglaufen bringt nichts, du stirbst nur erschöpft. Ja. Auch gute Kampfansage. Ja, Heiltränke werden ein bisschen knapp. Wahrscheinlich werden sie noch sehr knapp. Bei meinem Glück. Ich achte mehr auf meine eigene Lebensanzeige, als dass ich hier tatsächlich auf irgendwas draufklicke. Weil ich will nicht nochmal so weit laufen müssen. Das muss echt nicht sein. Das war jetzt ein unnötiger Heiltrank, den ich getrunken habe. Egal, ich wollte eigentlich A drücken zum Aufsammeln. So, jetzt aber. Und da kriegen wir auch ein paar Heiltränke. Das ist gut. Sehr nett von den Monstern, sehr nett. Da hinten lag noch was. Schulterpanzer, ja komm, nimm mit. Können wir eh nicht tragen, aber nimm mit. Nimm mit, der Mist. So, jetzt sind wir schon über die Stelle hinaus, wo wir vorhin gestorben sind. Da können wir mal gucken, wo es dann jetzt hier tolles lang geht. Solange jetzt nicht auch wieder Gehirnfüßler ankommen. Haben wir so einen Obermotz. Ein Terror-Sprinter-Magier und dann haben die jetzt auch noch Magier. Ach, die buffen die. Ah, deswegen haben wir auch wahrscheinlich so viel Schaden gekriegt. Das würde natürlich Sinn ergeben. Weil plötzlich machen die halt Schaden. Ne? Was ja vorher irgendwie nicht so der Fall war. Zumindest nicht so krass. Na komm, hau sie um. Hau sie alle um. Heiltränke werden echt knapp. Warum habe ich mir keine gekauft? Ich weiß es nicht. Ist es noch weit? Es geht. Ich könnte es schaffen. Wenn ich nicht zu viel Mist mache. Muss ich jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen vorsichtig vorgehen. Vielleicht die nicht irgendwo hinkommen lassen, wo sie sich buffen lassen können oder sowas. Dann sie plötzlich gefährlich werden. So, du da einfach mal rankommen hier.